So ein Leid habe ich jetzt auch so gar keine Erfahrung. Ich auch nicht. Also, ich weiß gar nicht. Vielleicht, ich muss ja nebenbei auch mal runtergucken, also auf den Chat oder so. Es knallt, ich muss es hier erstmal aussehen. Es knallt nicht nur, es ist gut. Falls uns schon jemand sehen kann, dann winken wir doch einfach mal zurück. Ich winke auch gleich mal, ich bin hier noch mit meiner Technik. Sind wir schon mal? Hallihallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Irenes Bastelzimmer. Ich bin Irene und an meiner Seite habe ich wie immer meinen lieben Ehemann Joachim. Ihr dürft ihn schon nennen. Hallo, herzlich willkommen heute zum Album 2022. Wir sind nicht live, das ist eine Aufzeichnung, aber vielleicht sind wir im Chat, weil das ist eine Premiere, ihr könnt mitchatten. Wir wollten euch noch den ersten Weihnachtstag dieses Jahres ein bisschen versüßen. Und unsere Grundidee war, wir haben dieses Jahr so viel erlebt auf unserem Kanal, so viel gemacht und getan, wir waren unterwegs, dass ich gesagt habe, da müssen wir doch nochmal unseren Zuschauern mal so ein bisschen zeigen, was alles los gewesen ist, weil das war wirklich eine ganze Menge. Also wirklich, wenn ich das so im Nachhinein betrachte, also Wahnsinn, Wahnsinn, was haben wir alles gemacht? Wie fing das Jahr an? Ja, da kommen wir gleich zu. Ja. Wir werden auf jeden Fall heute auch eure Zuschauerkarten noch zeigen, aktuelle, also bleibt dran, das lohnt sich, das ist ganz frisch reingeschnitten, nochmal weihnachtlich ein wenig. Und einen großen Raum hat am Anfang, oder das Video, der Videos hat immer der Trailer eingenommen. Und so ein paar schöne Sachen habe ich euch jetzt mal zusammengesucht und bleibt dabei, es geht weiter das ganze Jahr. Es hat erst angefangen und wie es weitergeht, erfahrt ihr heute hier. Ja, ein wichtiges Thema in diesem Jahr ist ja für alle immer noch aktuell die Ukraine-Krise, der Angriffskrieg auf die Ukraine. Auch wir waren wirklich völlig betroffen davon und haben kurzerhand eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Im März, meine ich, war das. Eine Spendenaktion und haben uns für eine Organisation entschieden, Deutschland hilft. Das ist eine Dachorganisation, die die Spendengelder dann weiterleiten an entsprechende
Unterorganisation. Und wir haben das bewusst so gemacht, damit es transparent ist für alle. Ne, wir wollten nicht, dass die Gelder über uns irgendwie fließen, sodass wir dann hinterher irgendwie beweisen müssen, wo das Geld geblieben ist. So hat jeder seine Spendenbescheinigung bekommen. Und was viel wichtiger war, man konnte immer den Spendenstand einsehen. Und ich glaube, was wollten wir sammeln? Naja, wir hatten uns das Ziel gesetzt, das wollen wir mal nicht verraten, das zeigen wir gleich im Film, hatten uns ein Ziel gesetzt, das war dann schon gleich am ersten Tag übertroffen, so viel kann ich sagen. Und wie viele Leute gespendet haben und welche Summe zusammengekommen ist, das zeigen wir euch am besten jetzt im Trailer. Der Trailer ist gekürzt, weil da können wir nicht alle zeigen, sonst das sprengt die Sendezeit. Aber einige sind sicherlich drauf, aber die werden ja auch wissen, wer gespendet hat. Und hier nochmal unser Dankeschön. Also wir waren überwältigt von dieser Aktion, das muss man wirklich sagen. Mich hat es sehr berührt. Also ich bin ja sowieso immer sehr emotional und mich berührt wirklich sowas. Und ich habe gedacht, wow, wir mit unserem kleinen Bastelzimmerkanal schaffen so eine Riesensumme. Das ist toll. Ja. Also von Herzen auch nochmal Dankeschön dafür. War eine schöne Sache. Jetzt gucken wir uns mal kurz den Trailer an dazu. Ja. Ein Riesenthema in 2022 war ja auch für uns beide die Reise nach Amerika. Also meine Millionen-Dollar-Umsatzreise sozusagen, das Dankeschön von Stampin' Up für diesen Wahnsinnsumsatzerfolg, den ich erreichen durfte durch euch, meine Kunden und Kundinnen in den letzten 14 Jahren. Ja, also das war wirklich eines der Highlights meines Lebens, das kann ich sagen. Ich konnte dabei sein, das war super. Wir waren so happy, dass das stattfinden konnte, dass alles geklappt hat mit unseren Flügen. Man weiß ja, wenn man später das Jahr betrachtet, dass im Urlaub gab es Chaos mit den Koffern und so. Bei uns hat alles tadellos geklappt. Wir sind wunderbar abgeholt worden. Wir hatten natürlich die wunderbarsten Reisebegleiter, die man sich vorstellen konnte. Ja. Wir hatten natürlich Sven und Alexandra dabei. Damit war die Reise natürlich schon mal von vornherein gut. Das wusste man vorher schon und wir hatten auch eine Menge Spaß zusammen. Und die ersten Tage können wir euch jetzt schon mal zeigen. Es geht jetzt dieser Abschnitt gleich noch bis zur Ehrung. Irene, was war denn so das Dollste da, was dich so bei der Ehrung so am meisten begeistert hat? Oder was ist dir am meisten hängen geblieben? Am meisten hängen geblieben ist mir tatsächlich dieser Moment, als wir aus dem Bus ausgestiegen sind. Also ich war ja schon mal, wir waren schon mal in Riverton in der Zentrale und sind da auch begrüßt worden, aber das war jetzt nochmal ganz was Besonderes. Das werden wir gleich sehen im Film, nicht zu viel verraten. Wir wünschen euch viel Spaß dabei.
Stampin' Up in Riverton in der Firmenzentrale gibt es einen sogenannten, Legacy Room, also es ist ein Gedenkraum. Das hört sich jetzt so Showroom. Show, finde also, ich schön genau, eigentlich. Showroom. Und den können ja Besucher besichtigen, selbst Kundinnen und Kunden, wenn die aus Europa anreisen, die sind eingeladen, diesen Raum zu besichtigen, müssen sich aber anmelden vorher. Das ist ganz, ganz wichtig. Und damit Shelly da aufräumt, oder wie? Nee, da ist Shelly und Sarah, das ist ja immer noch mal feucht durchwischen, denn. Der ist aufgeräumt. Der ist vor allen Dingen neu gestaltet worden. Und wir waren die allerersten, die diese Räumlichkeiten betreten durften und besichtigen durften. Da sind ganz viele Erinnerungsstücke von Stampin' Up zur Firmengeschichte ausgestellt. Aber da gibt es auch eine Galerie, eine Elite-Platin-Galerie heißt das. Das ist also ein bestimmter Titel. Das ist der höchste Titel, den man bei Stampin' Up erreichen kann. Und wer da alles so hängt? Das werden wir jetzt gleich im Film sehen. Ja, lasst euch überraschen. Also eine tolle Atmosphäre ist das da, das muss man wirklich sagen. Und man ist total beeindruckt, wenn man da so lang geht. Viel Spaß beim Zuschauen. Circa, wie viele Tage waren wir da eigentlich? 3? Oder wie? Ist schon wieder weg. Aber nach diesen Ehrungen und der Schulung in der Firmenzentrale hatten wir dann auch noch so ein kleines privates Event, nenne ich das jetzt mal. Also wir durften uns eine Aktivität aussuchen. Die Amerikaner haben sich ja zum Beispiel Shoppen gewünscht oder die andere war im Wellnessbereich im Hotel. Alexandra, Sven und auch wir haben uns mit einigen anderen dafür entschieden, eine Schneeschuhwanderung zu machen. Und das Interessante ist, ich hatte vorher gefragt in Frankfurt bei unserer Organisatorin, was ist denn das? Ach, das ist nicht schwer. Das ist nur so ein bisschen. Also
Ich habe ja gedacht, ne, man wandert da hoch und dann ist da irgendwie so ein Lagerfeuer, wo man dann so diese, wie heißen die? Marshmallows. Die Marshmallows braten kann so und dann trinkt man da so ein bisschen Kakao oder ein bisschen Tee und dann wandert man wieder zurück. Ja, das ging aber eine Stunde stramm hoch durch den Wald und dann aber den Weg auch wieder zurück und eine Pause und eine Parkbank war da nicht und ein Strohballen und ein Lagerfeuer auch nicht. Ja, jetzt hast du schon fast alles verraten. Aber es gibt natürlich schöne Bilder dazu und das große Glück, das wir hatten, das werdet ihr gleich sehen, wir hatten einfach ein bombastisches Wetter. Mhm. Aber schaut selbst. So ein paar Bilder gesehen mit den Denkmälern und so. Das war Park City, ein ganz berühmter Skiort in den USA und auch in 2002, meine ich, waren die Olympischen Winterspiele in Salt Lake City und diese Skiwettbewerbe, die waren alle in Park City. Mhm. Und das ist ein Wintersportort, wie man ihn sich wirklich fast schöner für amerikanische Verhältnisse nicht vorstellen kann. Also wirklich, fast denkt man so ein bisschen, man ist in Europa. Eine schöne Bergstraße geht es da hoch, ne? Das war schon ganz, ganz kurios. Ich habe da auch so ein uriges Lokal nachmittags aufgetan, wo wir dann auch erstmal noch Pommes gegessen haben und ein Bierchen haben wir getrunken, ne? Ja, hat eine Menge Spaß, das war echt schön. Und es war so schön, das war so auch so was fürs Herz. Die Sonne hat geschienen und wir fühlten uns einfach nur klasse. Ja. Weiter geht's. 2022, was ist noch passiert? Ja, wir haben dann immer wieder live gebastelt mit den Grapes. Mhm. Sind dann, Ostern haben wir ja nicht ganz geschafft. Ich wollte ja eigentlich als Osterhase verkleidet Osterbasteln machen, aber das hat nicht geklappt. Wir haben keinen Termin mehr
hingekriegt. Und dann haben wir das Ganze nicht Osterbasteln genannt, sondern Frühlingsbasteln. Und im Herbst haben wir auch nochmal gebastelt, beziehungsweise in der Weihnachtszeit. Und wie das so war und da die Highlights raus, die zeigen wir euch jetzt. Muster liegen, ne, da wissen ja. Wir, wie das auszusehen hat. Und jetzt kommt es so ein bisschen drauf an. Ich würde aber gerne das auch meine Apfelsaftgläser noch ein bisschen befüllen. Ja, dann mach das Wo doch. Wo hast du den? Ja, da liegt er doch. Das befüllt. Ja, stimmt, das ist der Befüller. Ich mache schon mal parallel ein bisschen weiter. Her. Sag mal, wo bist du aufgewachsen? Ich komme aus Harburg. Harburg ist ein südlicher Stadtteil von Hamburg. Bin also wirklich Harburger Jung quasi, geboren 1972 im Krankenhaus Maria Hilf. Und jetzt darf ich dich mal so ein paar Dinge fragen, die ich schon immer von dir wissen wollte. Hast du ein Lieblingsbuch, außer ja, das Telefonbuch? Das Schwabel. Und kannst du dich daran erinnern, was da so deine früheste Kindheitserinnerung war? Das Plumpsklo tatsächlich, da war, meine Eltern mussten erst sanitäre Anlagen einbauen, da war tatsächlich ein Plumpsklo, da kann ich mich gut dran erinnern. Und was bringt dich immer zum Lächeln oder macht dir gute Laune? Mein Mann. Oh, das ist eine schöne Antwort. Besonders gerne, wenn er abends noch mal so kurz vorm Einschlafen einen rauslässt. Neben diesen ganzen Stampin'-Up-Aktivitäten und Basteleien haben wir ja auch ein Privatleben und wir haben es auch, durften es ja zeigen mit dem Einverständnis unserer Kinder. Wir durften die Hochzeit unserer Tochter Paulina mit ihrem lieben Ehemann Claudius feiern. Ein wunderbares Event und ich habe das genutzt. Paulina hat ihre Deko selber erstellt. Die wollte jetzt nicht basteln, die hatte keine Zeit dazu zum Basteln, das ist auch völlig in Ordnung. Da haben wir euch ein paar Tipps gegeben, wie man günstig und hübsch so eine Hochzeitsdeko, also Tischkarten, Einladungskarten und so weiter, selber erstellen kann. Und ja, und haben auch so ein paar Sachen noch von der Hochzeit gezeigt, von dem Gut, wo wir gefeiert haben. Das haben wir euch auch empfohlen. Und wenn ihr da Spaß dran habt, schaut gerne nochmal mit dazu. Also das, was gezeigt wird, das ist alles original von der Hochzeit und wer jetzt noch Appetit hat auf der Speisekarte, waren leckere Sachen drauf, das haben wir gegessen und manchmal denke ich, oh, hätte ich mal noch was. Das war wirklich sehr, sehr lecker und reichlich, konnten wir gar nicht alles schaffen. Thank you.
Und wir waren ja nicht nur mit Stampin' Up unterwegs, wir haben auch Privaturlaub gemacht. Wo waren wir? Na, wir waren in Portugal und das war wunderschön im September. Da ist eine tolle, angenehme Temperatur. Nach 2 Tagen war es auch ein bisschen frisch, ne? Mhm. Und dann später wurde es dann wieder wärmer. Die 1-2 Tage haben wir gedacht, huch, das ist aber schattig irgendwie. Da musst du abends auch dicke Jacken anziehen. Also das war dann nicht so heiß, wie man das vielleicht erwartet hätte. Ansonsten die anderen Tage waren dann wieder mega angenehm. Es ist sehr, sehr angenehm da an der Algarve und ein wunderbares, schönes Licht. Und ich bin dazu gekommen zum Lesen. Und ja, so ein paar Eindrücke und ein paar Impressionen haben wir für euch eingefangen. Du hast ein Buch gelesen? Ja. Ich habe auch ein Buch gelesen. Ich habe Hera Lind gelesen. Und du hast gelesen? Ja, ich habe auch Hera Lind gelesen. Und dann habe ich hier dieses Lost in Fusetta gelesen. Und also 2 Bücher, da war ich schon sehr stolz auf diese Ausbeute. Ja. Und den Rest schaut selbst. Privat wird gelesen, beruflich wird gebastelt und ich habe wirklich viel gebastelt in diesem Jahr, muss ich sagen. Ich wollte es eigentlich noch gezählt haben, wie oft wir live waren. Vielleicht schaffe ich das noch mal nachzuzählen. Du hast so viel Trailer zusammengeschnitten. Ich glaube, so viel hast du in deinem ganzen Leben noch nicht an Basteleien immer wieder kehrend gesehen. Ne? Nee, habe ich nicht. Aber dieses Trailer machen und auch die Zuschauerkarten zurechtschneiden, das macht wirklich große Freude, auch die Musik raussuchen. Und ein paar schöne, 3 schöne Sachen haben wir euch noch mal rausgesucht jetzt von den Trailern, weil die habe ich natürlich rausgesucht, weil das waren natürlich die Sachen, die mir besonders gut gefallen haben. Das ist natürlich immer so, wenn man da erster Mann an der Spritze ist, dann sucht man sich natürlich das raus, was einem besonders gut gefällt. Es war natürlich ein umfangreiches das Potenzial vorhanden, da muss man es wirklich so sagen, weil wir natürlich jeden Sonntag praktisch live gehen und auch einen Trailer zeigen. Wir hatten ja dieses Jahr sogar auch die 200. Live-Bastel-Show gefeiert mit einem extra kleinen Filmchen mit Pleiten, Pech und Pannen und 3 schöne Trailer habe ich jetzt noch mal rausgesucht. Passt auch ein bisschen zu Weihnachten und viel Spaß dabei.
Das nächste Highlight ließ ja dann doch auch nicht lange auf sich warten, beziehungsweise doch, wir mussten fast 3 Jahre darauf warten, dass wir uns endlich wieder einmal in der großen Stampin' Up-Familie in echt zusammentreffen durften auf einer On-Stage-Veranstaltung, die war ja in Wien. Und Joachim hat mich begleitet, Joachim hat Swaps gebastelt, die sind sehr gut angekommen, das haben wir schon von vielen gehört. Und es war ein tolles Erlebnis, ich wurde nochmal geehrt für meine Millionen, für meinen Umsatz. Ich bin die Nummer 3 in Deutschland, also ja, ich durfte mehrfach über die Bühne gehen und wurde von der Firmenleitung, also mir hat die Firmenleitung persönlich gratuliert. Auch sehr berührende Momente, muss ich sagen, geht mir auch immer sehr ans Herz. Das ist also, ich nehme das auch nicht für selbstverständlich, ne? Das ist so, das ist schon besonders sowas. Das erlebt man nicht allzu oft im Leben. Das ist wohl wahr. Und wir haben ein bisschen was gefilmt und gedreht dazu und hier ist der Film dazu. Witzig, heute haben wir viel gelacht, denn wir sind bei Idas da. Hey! Super! Jetzt haben wir auch nochmal Zuschauerkarten für euch. Uns haben ja im Laufe des Jahres immer wieder Mails erreicht mit euren gebastelten Werken. Wir fordern euch auch immer aktiv auf, uns die Sachen zu schicken, wenn ihr was gebastelt habt oder wenn ihr auf einer Ausstellung wart und was Schönes verkauft habt oder angeboten habt. Schickt uns gerne ein Bild, denn das ist für alle interessant, was alle mit diesen Produkten machen, die sie ja bei uns bestellen. Ja, und Zuschauerkarten ist immer ein fester Programmpunkt bei uns am Sonntag in der Live-Bastel-Show. Macht einfach Spaß. Es werden fleißig Karten eingeschickt. Das ist ganz, ganz wunderbar. Ich musste es noch nie ausfallen lassen. Ich habe immer so ein kleines Reservoir, aus dem ich mich bedienen kann. Und da freue ich mich drüber und ich hoffe, dass es auch so weitergeht. Ja, also wer Lust hat, das jetzt auch mal zu machen, einfach im Querformat eine Karte fotografieren. Und dann per E-Mail an uns schicken und dann nehmen wir das mit auf. Ja, kann aber eine Weile dauern, weil manchmal sind viele Einsendungen, dann dauert das eine Weile. Aber grundsätzlich werden alle Karten gezeigt. Mir ist gerade noch eben beim Sprechen, als ich das sagte, eingefallen, das haben wir jetzt gar nicht so ausführlich gesagt, aber wir haben auch viele Tipps und Tricks in diesem Jahr verraten zum Thema Fotografieren, zum Thema Namen ändern bei YouTube. Ja. Lebenstipps haben wir euch gegeben. Also, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch in 2023 die Treue halten werdet und fleißig unsere Videos anschaut. Ja, wir wünschen euch erstmal noch ein ruhiges Weihnachtsfest. Viel Spaß bei diesem Album und dann sehen wir uns zum nächsten Live-Basteln wieder. Am ersten Sonntag in 2023. Und ich glaube, das ist der 1. oder der 2. Januar. Genau, habe ich es jetzt gerade nicht im Kopf. Also, wir sehen uns ganz früh im Jahr 2023 wieder und wünschen euch allen eine gute Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.